So, liebe Hörerinnen und Hörer von RSA, liebe Skatfreunde, es ist gebongt. Am Sonnabend in einer Woche ist große Skatmeisterschaft in Dresden mit Ihnen. Hoffentlich haben Sie sich angemeldet. Über 200 Leute haben schon gekommen zugesagt, sogar ein paar Frauen, ja, aber nicht viele. Geht um 1000 Euro Preisgeld. Und jetzt kommt's. Es gibt eine junge Frau, die hat uns große Probleme bereitet, ja, ist aus unserem Team und heißt Katja Möckel. Was? Hier. Die ist schuld. Die war's. Was habe ich gesagt? Katja Möcke ist keine große Skat-Schwester. Nee. Und habe gesagt, was machen wir Ehepartner eigentlich, die wir unsere Skat-Freunde begleiten nach Dresden? In der Zwischenzeit, es geht ja den ganzen Tag am Sonnabend von früh bis spät. Das ist eine gute Frage. Kann man nicht einkaufen gehen? Sagst bitte schön ins deutsche Fernsehen, was du gefragt hast, was du vorgeschlagen hast. Ja, was wir mit den Begleitpersonen machen, ob wir nicht vielleicht einen Bus chartern können und in den Elbepark. Sehen Sie, und da kommen Sie ins Spiel. Sie können helfen. Sie sind doch bestimmt Besitzer einer großen Busflotte. Mhm. Oder kennen jemanden, der Kaffeefahrten macht und vielleicht am Sonntag noch keinen Job hat. Wir suchen einen Bus, kann ein großer Gelenkbus sein. Ja, für 4 Stunden vielleicht. Oder so. Und würden dann eine Herde wilder Weiber vom Dresdner Flughafen gerne in den Elbepark shutteln oder in der Altmarktgalerie oder in Kaufpark Nickern, wo ihr hin wollt. Wo ist Klamotten und nach einkaufen gehen. Und es müsste ein Busfahrer sein, der Nerven wie Drahtseile hat bei den Wagen. Das wäre wichtig. Bitte melden Sie sich bei uns. Die Projektleiterin heißt Katja Möckel und ist zu erreichen unter 01805 77 77 60. Das ist ernst gemeint, sonst komme ich hier in Teufels Küche. Vielen Dank.